Dann kann man im Wasser gar nicht weiter. Nö, ja, ist nur suchen anscheinend. Oder? Ne, immer noch selbe Höhle. Ja, okay, gut. Ich glaube, dann haben wir hier im Wasser alles nachgeguckt, oder? Ich mache aber, glaube ich, das. Ich gehe raus aus dem Wasser. Füll mal hier eben schnell den Sauerstoff nach. Kann ich auch mal wieder. Man sieht auch sofort einfach wieder nichts mehr. Was ist denn denn? Ja. Was? Ich war bei dem Wasserfall. Kein Ding, Mann. So, okay. Jetzt wieder raus hier. Können wir die Markierung eigentlich auch wegprügeln, oder? Ja, ach, wieso muss man ja nicht wegprügeln? Zeig immer noch an, wo es rausgeht. Ich hab's jetzt so schön dahin gebastelt. Hast du da oben auch so einen weißen Schein? Ja. Du, gibt's nur eine Sache, die man da machen kann. Wänden hochspringen? Tja, da ist nichts. Siehst du? Ich gehe jetzt mal hier die Leiter runter, ich meine das Seil, ne? Ja, ich komme. Wieder aber ziemlich tief, ne? Ja, klar, das erste Seil ging ja schon bestimmt irgendwie 40 Meter, na okay. War schon eine ganze. Das waren zwei, ne? Es waren schon zwei Seile? Ja, auf jeden Fall. Wie du schon sagst, wir sind schon ziemlich tief, ja. Oh, hier ist. Warte mal, bei dem Boot waren wir doch schon mal, oder nicht? Ich wollte gerade sagen, wie kommt mir das gerade bekannt vor? Da waren wir, glaube ich, gleich am ersten Tag. Und hier sind auch die ganzen Reifen wieder an der Wand. Hä, haben wir da irgendwo mal einen Ausgang nicht gefunden? Oder nicht markiert? Was ist hier los? Hä, wir waren doch niemals so weit vom Lager entfernt, oder? Nee, eigentlich nicht. Hier ist zumindest schon mal wieder Geräusch. Ach, da. Yacht. Ja, ja. Warte. Das ist jetzt 5. 3 und 1, so. Was so? Ja, hier waren wir scheinbar schon mal. Hier waren wir schon, ja. Komisch. Ja, wieder raus hier, wa? Oder? Du hattest auch noch einen Eingang irgendwo gefunden. Ja, bin mal. Gleich wieder da. Ich muss sowieso den Ausgang suchen. Plastiktorch. Ja, ich bin noch zurückgelaufen. Das war das, wo wir uns durchsprengen mussten. Hörst du, Werner, siehst du mich? Bist du beim Boot? Siehst du, weißt du noch, wo das Boot ist? Ich sehe dich da hinten. Ja, komm mal hierher. Ja, ich komme. Oh ne, er hat aufgehört. Okay. Schon gut. Ist doch wieder wahnsinnig geworden. Ja, ich war mir nicht sicher, ich habe da so Geräusche gehört, als würde da irgendwas hinter der Wand rumklettern. Dachte, vielleicht könnte man das aufsprengen. Wir wollten dieses komische Seil übersehen haben, als wir hier drin waren, aber. Kommt mir komisch vor.
Egal, ab. Hoch hier. Hier hängt eine Leiche. Ja. Alter, jetzt kann ich auf deinen geilen Arsch gucken. Oh mein Gott. Was? Bist du tot? Du bist tot, Werner, ne? Nee, ich lebe noch. Na gut. Du standest nämlich plötzlich so komisch. Ich habe mir schon gedacht, du fällst da jetzt runter oder so. Hast du eh gedrückt oder wie ist das passiert? Bist du einfach ja, so... Ja, ich hab mich verdrückt. Oh, gut. Oh mein Gott. They survived 0. Ich hab's geschafft, der hat überlebt. Da sieht man auch erstmal, wie viel man aushält, wenn man von oben runterfällt. Ja, du bist ganz schön tief gefallen, ne? Er hätte auch keine Energie mehr, so 300 Tische wie die Vermenter dann ganz. Aber was lässig ist, meine Panzerung ist kaputt gegangen. Deine Panzerung? Ja, also meine Knochenrüstung. Die ist in Ordnung geblieben. Ja. Na dann. Vielleicht sind jetzt aber deine Schuhe kaputt. Oder hattest du die nicht mehr an? Die eigentlich anhaben. Oh, meine Fresse. So, immerhin sehe ich oben wieder den Ausgang. Dann gehen wir jetzt mal zu deinem, ne? Was war das denn? Was ist? Als ich oben raus war, lag da irgendwas. Irgendwas Großes, sah aus wie so eine Blechplatte hier, direkt hier. Liegt das bei dir auch da? Hier? Also bei mir liegt nichts. Ja, okay, bei mir liegt da jetzt auch nichts mehr, aber gerade eben lag das da halt. Als ich es aufgenommen habe, hat er sich wieder seine Hand angeguckt. Keine Ahnung. Ach so, dieser Kram. Ah. Du reibst dich dann wohl mit Dreck oder sowas ein. Ach so. Ja, deine Arme sind halt jetzt voller Dreck. Den habe ich vorhin nämlich auch mal entdeckt und auch immer drauf rumgedrückt und wusste gar nicht, was er macht. Ich bin übrigens 15%. Hallo. Ja, was ist mein Ingame? Okay, folge mir. Ja, du hörst mich jetzt auch Ingame, wenn du gar nicht das Ding draußen hast, ne? Oder? Ja. Cool. Ja, ich höre dich. Okay, wie gesagt, ich folge dir. Hey, hier ist ja direkt wieder ein Eingang. Oh ja. Simon, du brauchst nicht so weit laufen. Ja. Setzen wir gleich mal wieder irgendwas hin. Was haben wir uns denn? Was? Sieht aber ein bisschen komisch aus, wenn man runterguckt. Warte, Werner, ich brauch dich noch hier, ne? Du musst. Aber ich kann mir auch mal wieder ein paar Stöcker besorgen. Ja, oder du machst es einfach heile. Soll ich mir jetzt noch Stöcker suchen eben schnell, oder? Ja, ich suche mir eben auch noch welche. Wieso wissen? Sind aber gerade keine kleinen Dinger. Nee, ist nichts da, was man kaputt machen kann. Ah, hier ist zumindest ein Baum, hier sind ein paar Stöcke am Boden. Dachte ich gerade eben. Ein Stock haben. Naja, ich habe auch einen. 10 Stöcke ist auf jeden Fall das Maximum. Ja. Hier sind auf jeden Fall ein paar. Oder sind noch nur Blätter.
Ja, Blätter. Hm, toll. Ach so, ein Busch kann man doch aber noch nicht laufen. Ach, draufgeschissen, oder? Hey, warte, hier sind das diese. Ah, okay, draufgeschissen. Draufgeschissen. Oh, hier liegt der Stock genau vor mir. Ich hab noch in den Baum geritzt, Sieß und Werner Forever. Ah, hier liegen doch noch ein paar Stücke. Was denn? Ja, bei mir. Bei mir liegt da null. Egal. Ne, wird mittlerweile wieder ab. Hier ist noch was. Ja, ich habe jetzt auch ein paar, was soll's. Wird schon reichen, du hast schon genug. Irgendwas im Zelt? Nö. Okay, runter. Der Kerl ist auch ganz schön athletisch. Ich meine, der braucht gar nicht beide Hände, um sich da runter zu rutschen zu lassen. Da hat er keine Probleme mit. Aber sowieso immer. Ziemlich praktisch, dass in der Regel nur die Leute gespielt werden, halt, die wirklich was drauf haben. Wenn ich würde in der Situation, okay, ich würde mein Lager nicht verlassen, keine Sekunde. Vielleicht noch an der Oberfläche suchen, aber. Vielleicht noch an der Oberfläche rumsuchen, wenn ich auch so eine krasse Waffe hätte wie den Speer, der einfach alles kaputt macht. Aber irgendwelche, also diese Höhlen mit den Seilen, nee, da würde ich nicht reingehen. Ja, vor allen Dingen nur mit so einem Feuerzeug. und auf gut Glück bei irgendeiner Wasserstelle erstmal runtertauchen. Ja, das geht auf der anderen Seite schon wieder hoch, kein Problem, Mann. Also jetzt gibt es nur sagen, dass es weiter runter geht. Ja. Und ich höre wieder Wasser. Schöner Pepsi Max Rülpser. Ach. Die Idiot will die Kacke auch wieder erst aufsetzen, wenn ich im Wasser bin. Ja, ja. So. Und rein da. Da war wohl nur eine kurze Tauchpassage. Ja. Alter, ich höre überall die kleinen Viecher wieder. Wie die Babys. Mhm. Alter! Bring mich auch direkt an! Komm, das Seil runter und schon hab ich so ein Ding in der Fresse, ey. Ah, hier ist noch eins. Oh, hier bald keine Batterien mehr. Der wird doch nie unendlich da. Was? Achso, woher weißt du das denn, dass du bald keine mehr hast? Weil die Pakete niedriger, weniger werden. Achso. Dann nur noch zwei drauf zu. Wo ist wieder so ein Ausgang? Naja, zur Höhle. Also zu dem Loch, meine ich. Oh, wir sind diesmal tiefer. Ja. Wenn man hier Quicksave machen könnte, würde ich versuchen, mich irgendwie runter zu backen. Das sieht überlebbar aus.